Moin, moin und willkommen zurück zu WRC. Ja, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Entschuldige ich mich auch dafür. Aber ja, wenn die Zeit denn nicht so da ist, dann ist das halt ein kleines Problemchen, Videos zu machen und die dann auch hochzuladen. Das ist es ja denn auch noch. Das letzte Video war ja das Club-Event. Da hatte ich ja nun ein bisschen Zeit, da war ja frei und da hatte man dann auch mal ein bisschen Ruhe abends. Und ja, jetzt habe ich auch Ruhe, aber ja, man steht schon wieder unter Vollstrom. Und ja, man ist eigentlich so gesehen, oder ich zumindest bin schon wieder voll unter Strom. Morgen früh geht es wieder früh hoch und dann. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich die Videos jetzt hochlade. Ich denke mal nach der Arbeit. Ich denke mal, dass die Videos werdet ihr dann wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich erst abends sehen. Ich nehme das Ganze wieder in 4K auf. In 4K wird das aufgenommen. Und ja, es ist dann nicht gleich sofort, wenn ich es hochgeladen habe, in 4K verfügbar. Also es muss dann auch klar sein. Weil YouTube muss das auch erstmal umwandeln in 4K oder bereitstellen für 4K. Das dauert dann so auch noch seine Zeit. Kommt auch mal darauf an, wie lang das Video ist. Das muss natürlich alles denn auch nochmal denn gesagt werden. Also nicht gleich, so wie im Video online ist, denn reinschauen und sich dann wundern, dass die Auflösung näher in 360p oder 480 oder was das war, P ist oder was auch immer. Liegt daran, dass YouTube das Ganze noch nicht denn so fertig hochgeladen hat oder umgewandelt hat in der entsprechenden Auflösung. Also bitte denn nicht wundern. Das braucht immer so seine Zeit. Ist immer denn so videolängenabhängig. Ich sag mal so, bei einer halben Stunde Video dauert das so an die 4, 5 Stunden, wenn nicht sogar 6 Stunden. Also das muss einem schon bewusst sein. Also wenn ich es abends reinstelle, dann könnt ihr es auf jeden Fall gleich, guckt es am besten morgens. Wenn es, dann ist es auf jeden Fall in 4K und fertig. So, dann gehen wir mal weiter in der Karriere. Ich hatte hier ja aufgehört in Woche 3. Und wir sind ja jetzt in der WRC aufgestiegen. Das Höchste, was hier geht. Und ja, das erste ist natürlich erstmal hier gleich volles Pfund Rallye Monte Carlo. Und ja, bin ich auf jeden Fall dann mal gespannt. Gehen wir auch gleich mal rein. Diese Aktivität wird 2 Kalenderwochen in Anspruch nehmen. Jawohl, das wissen wir. Ja, ich habe leider kein zweites Team. Ich habe das gefeuert. Ja, doofe Sache. Lackierung muss geändert werden und zwar in der Farbe. Gefällt mir recht gut. Ich behalte das einfach mal so, wie ihr sehen könnt. Leistung 514 PS, ein 1,6er Motor, 4 Zylinder, 1,26 Tonnen, also fast 1,3 Tonnen. Wiegt das hübsche Kfz. Und ja, dann steigen wir da mal so rein. Eins vorweg. Wenn dir das alles so gefallen hat bis jetzt und du so lange auf mich warten konntest, bis ich da hier was Neues hochlade, super, bedanke ich mich schon mal dafür. Lass doch einfach dann nochmal, wenn du neu auf meinem Kanal bist, einfach mal ein Like da oder einen Kommentar oder halt eben ein Abo und die Glocke aktivieren. Dann bist du, was Videos betrifft, immer bei mir auf dem neuesten Stand und verpasst denn so gesehen gar nichts mehr. Ja, nur noch mal darauf hinzuweisen, falls du zur Familie gehören willst. Vor allen Dingen fehlt zu meinen 100 Abos ja nicht mehr viel. Ein Abo fehlt mir noch, dann habe ich 100. Dann habe ich mein Ziel erstmal wieder erreicht, was ich mir gesetzt hatte. Wollen wir mal gucken, was denn mein nächstes Ziel ist, ne? Also, ja, gucken wir einfach mal. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sag ich mal. So, genug gebrabbelt, rein in das Championship-Gedöns. Und dann gucken wir mal, was uns alles so hier passiert, ob das Auto überhaupt heile ankommt. Hallo, ich bin Lena van de Maas. Willkommen zur Eröffnungsrunde der Ob das Auto überhaupt heile Rallye Monte Carlo ist wohl der kultigste ankommt. Rallye-Schauplatz der Welt. Lass dich nicht von den Sehenswürdigkeiten ablenken. Diese Bergstraßen sind tückisch, wenn man nicht aufpasst. Jo. Oh, der hat sogar Boost. Okay.
Was fahren wir denn? 8,2. Was fahre ich denn? Winterreifen? Aber das ist doch. Wie? Empfohlen. Ja, komm, fahren wir mal erstmal einen Shakedown. Ja, da muss ich jetzt erstmal gucken. 5, 4, 3, 2, 1, go. Leicht links, langsam. Mittel rechts. Scharf rechts, nicht schneiden. Schöne Sache. Geht ja schon gut los. Leicht links. Einfach links. Mitte links. Einfach rechts. Über Welle. Und einfach links. Einfach rechts. Einfach rechts. Leicht links. Und leicht rechts. Einfach links. Einfach links. In einfach rechts. Leicht rechts. Leicht links. Und leicht rechts. Langsam. Mitte links. Ziel. Ah, da habe ich das Auto schon mal zerledert. Also DPS-Klasse, die kann man merken. Also von WRC 2 zu WRC ist auf jeden Fall ein gravierender Unterschied. Also das merke ich auf jeden Fall. Boah, wir haben eine lange. Cool. Was ist das? Leichter Schaden? Ja, komm, machen wir das. Sind jetzt schon 39.000. Geil. Okay. Der zweite Reifensatz sollte jetzt da sein. Warum da jetzt die Winterreifen empfohlen sind, ich weiß es nicht. Ich werde hier auf jeden Fall lang schleichen. Ich muss mich Da da sind erstmal wir und diese eingrooven Crew ist an die bereit für die Schnelligkeit. erste Etappe des Events. Die beiden werden versuchen, eine Ja, dann schnelle, wünsche ich aber auch euch kontrolliert sichere viel Zeit zu Spaß fahren, mit den um City of stark in den Zock-Brüdern. Tag zu starten. Dann passt das schon. So, dann gucken wir mal rein, inwiefern ich jetzt hier so gut durchkomme. Oh Gott, na gut. Le Casino Monte Carlo ist dabei. 5, 4, Alles klar. 3, Viel Spaß. 2, 1, go, leicht links. Oh, Moment, bevor das hier abgeht. Moment, ich muss noch mal eben kurz aufs Tab gucken. Ja, alles gut, okay. Los geht's. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Langsam. Mittel rechts. Scharf rechts, nicht schneiden. Leicht links. Einfach links. Mitte links. Einfach rechts. Über Welle. Und einfach links. Einfach rechts. Einfach rechts. Leicht links. Und leicht rechts. Einfach links. Einfach links. In einfach rechts. Leicht rechts. Leicht links und leicht rechts. Langsam. Mitte links. Kuppe. Leicht links. Mach zu. Mitte. In einfach rechts. Und Mitte links. Leicht rechts. Einfach rechts. Bremsen. Einfach links über Kuppe. Mittel rechts. Nach Kreuzung.
Einfach links. Kuppe in Mitte rechts über Welle und einfach links. Kuppe. Kuppe. Einfach links, leicht rechts. Leicht links über Kuppe. Kuppe und einfach rechts. Einfach links. Einfach links, über Welle, Kuppe. Achtung, Mitte links, in einfach rechts. Mitte rechts, mach zu, scharf. Scharf links. Leicht rechts, einfach links. Mitte links, wird enger. Leicht links. Oh Mann, du, das ist aber auch eine Seuche. Mitte rechts. Kuppe. Langsam, einfach rechts. Weite Kehre links. Jetzt glatte Stellen. Ah. Oh, da war Terrell. Einfach links. Einfach rechts. Und leicht links. Kehre rechts. Mitte links. In leicht rechts. Mitte links. In Mitte rechts. In einfach links. In scharf rechts. In Mitte links. Mitte rechts. Mitte links. Und einfach rechts. In einfach links. Jetzt Eis. Und Mitte rechts. Links halten. Einfach rechts. In leicht links. In einfach rechts. Einfach links. Und Mitte rechts. Mitte links. Und Mitte rechts. Kehre links. Und einfach rechts. Einfach links. Langsam. Ziehe in einfach rechts. Und scharf links. Bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 4 Minuten 49,1. Boah, der Controller hat vibriert ohne Ende hier auf Eis. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie die Reifen aussehen, weil, ja, also das kurze Stück, wo jetzt Eis war, ja, was ich mir schon gedacht habe, da ich so ein bisschen rabiater Fahrer bin, rubbel ich die Reifen natürlich auch dann immer ganz schnell extrem ab. Weil ich nehme das Auto dann schon ein bisschen härter an die Mangel als ja, vielleicht ein sanfter Fahrer so, ne? Hey, alles okay? Ja, aber keine, na gut. Verletzung? Wenn ich mir die trotzdem gut durchgekommen. Da wird der Winterreifen schon wieder ja, komm. So, Reparatur. Oh. Also, ich bin ja nicht ganz gut durchgekommen. Es ist ja nicht so schlimm gelaufen wie im Shakedown. Großartig, einfach großartig. Du liegst im Moment in Führung. Was war das für ein spannendes Event? Gucken wir uns auch gleich mal die letzte hier an. Wolf Power Etappe. Yeah, da sind die Wölfe. Geil. So, dann geht das mal weiter. Gucken wir mal. Oh, die Straße, die glitzert schon wieder. Fünf. Das ist natürlich schön. Zwei. Eins. Go. Einfach rechts. Oh. In scharf links.
Scharf rechts. Scharf links. Scharf rechts. Mitte links. Einfach links. Und einfach rechts. Leicht links. Kuppe langsam. Mittel rechts. Und scharf links. Oh, die Umgebung sieht geil aus. In Mittel rechts. Einfach rechts. Langsam, leicht links. Scharf links. Leicht rechts, langsam. Mittel links und einfach rechts. Oh, das war's. Ja, genau. Alles klar. Langsam, leicht rechts. Mach zu, scharf. Jetzt glatte Stellen. Einfach links über Kuppe. Doppelachtung, einfach rechts. Einfach links über Kuppe. Scharf rechts. Einfach links. Langsam, leicht links. In einfach rechts. Kehre links. Und mittel rechts. Jetzt trocken. Einfach rechts über Kuppe. Langsam. Jetzt muss ich alles riskieren hier. Leicht rechts. Langsam. Ja, genau. Weite Kehre links. Achtung, Kuppe. Und scharf rechts. Und einfach links. Ja, das sind natürlich dann die Winterreifen, ne? Also ich, die quirl ich jetzt auch durch. Also da kann ich jetzt kein Pardon. Welle, langsam. Mitte links, in mittel rechts. Einfach rechts. Kuppe, in einfach links. Einfach links über Kuppe. Mittel rechts. Links halten. Mittel rechts über Kuppe. Jetzt trocken. Oh. Leicht links. Langsam. Kehre links. Einfach rechts. Langsam. Kehre rechts. Einfach links. Langsam, leicht links. Einfach links. Leicht rechts. Mach zu, einfach. Mitte links. Einfach rechts. Vorsicht, einfach links. Leicht rechts. Einfach rechts. Einfach links. Langsam, einfach rechts. Über Welle. Einfach links. Scharf rechts. Einfach links. Einfach rechts. Langsam. Kehre links. Einfach rechts. Gerade aufgeholt, alles wieder weg. Mittel rechts. Mach zu, scharf.
Einfach links. Und einfach rechts. Kehre links. Scharf rechts. Mauer außen. Einfach links. Mittel rechts. Schneiden. Ziel. Einfach links. Bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 6 Minuten. 19,9. So. Ja. Das war Monte Carlo. In dieser Zeit sieht es so aus, als ob auf dieser Etappe. Das ist ja sowieso nicht meins gewesen. Das war auch schon im Club-Event so. Dass sich. Oh, ganz knapp das Treppchen verfehlt. Ja, dieses olle Schottergedöns, ja genau. Dieses olle, oh, da ist aber Tearing drinne. Boah. Hammer. Boah, ist da Tearing drin. Makkascholli. So, im Spiel ist mir das gar nicht aufgefallen, aber jetzt hier in der Wiederholung, Hammer. Oh, Macker, ey. Ruckeln mag gar nicht so, aber Tearing ist drin. Und dann vorn steigt mein Eltern. Das typische Aufploppen. Ja, das werden die wohl nie in den Griff kriegen. Dieses olle Tearing-Gedöns. Hervorragendes Rennen in dem Event. Du warst klasse. Das war ein wichtiger Meilenstein in deiner Karriere. Deine ersten WRC-Championship-Punkte überhaupt. Glückwunsch. Jo, danke. Cool. Ah, siehst du. So, dann gucken wir mal in den Kalender rein. Oh, dann geht das gleich weiter mit Rallye Schweden. Ja, Mensch, das ist ja toll. Ja gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Jetzt habe ich euch erstmal so ein bisschen mit Monte Carlo gequält. Und ja, auf jeden Fall kann man gleich merken, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Fahren. Also die PS, die merkt man. Und ja, wie gesagt, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Und ja, lasst ein Abo da, die Glocke, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Über ein Abo und über die Glocke würde ich mich freuen. Dann bist du bei mir auf dem neuesten Stand. Du gehörst zur Familie. Und ich erreiche mein Ziel von 100 Abos ein bisschen schneller. Ja, denn soll es das gewesen sein. Viel Spaß noch auf meinem Kanal und man sieht sich und hört sich. Bis dann. Ciao, ciao.